Also da sind wir in der grossen Eingangshalle vom Oberen Schönberg. Es ist der grösste Raum, weil der hat die ganze Hausbreite nimmt der ein. Die Balken sind also weit gespannt da. Darum braucht es da auch noch ein Stützensystem. Balkenlagen gehören auch in die Zeit von 1643 bis 1645. Und auch die Beschlägwerkmalerei, die da sehr kräftig da ist, gehört in diese Zeit rein. Jetzt sehen wir aber in den Bereichen, wo man jetzt einen Rückbau gemacht hat, sieht man da die Wand negativ. Und unten dran sieht man die ursprüngliche Malerei in der Sattigkeit, die sie ursprünglich hatte. Natürlich auch ein bisschen abgeschossen. Und daraus wird offensichtlich, dass der Zustand, den wir heute hier haben, ist aus der Restaurierung 1960er Jahre eigentlich eine Übermalung in diesen kräftigen Tönen. Bei der Balkenlage, wo alles wunderschön geschaffen ist, mit diesen Abphasungen und Abschlüssen im Bereich der Verbindungen hier, haben wir hier einen Wechsel, auch wieder mit schönen Abphasungen. Und der Wechsel gehört zu einer Stege, die ursprüngliche Stege, die da draufgegangen ist. Stege und der Ort waren immer kombiniert, gern bei den alten Häusern, von der Zugänglichkeit her mit den Abortanlagen. Also die wären da an der Fassade, aber auf der Aussenseite angehängt gewesen, eigentlich wie Rucksäcke. Zwei Rucksäcke, einer für den Oberstock, einer für den unteren. Mit dem Anbau um 1820 tut man die Stege da über verlegen und macht da dann das Stegenauge zu. Also da sind wir in einem schönen Südostraum vom ersten Stock da. Wir sehen eine reiche Palette von Fachwerk. Das ursprüngliche Fachwerk da noch mit der Rähm, mit den Ständer, mit der Schwelle da unten. Das ist natürlich statisch sehr bedeutend für das ganze Haus, was da runterkommt. Wie in den vorhergehenden Räumen sind wir da auch aus der Zeit 1643, 1645 reich ausgemalt, die Fachwerkwände. Und man da sieht eigentlich das gleiche Programm wie mit den unteren Stöcken, mit der Zone bis da oben und einem Deckenfries mit wieder mit Psalmensprüchen und da der Abschluss mit dem Fries und der Ständer da mit dem ionischen Kapitell da. Ganz besonders aufwendig sind die Spiegel gemacht worden da auf dem Holz. Wir haben wieder im Schnittpunkt der Hölzer haben wir da die Nägel mit dem Diamantschnitt. Und dann im Spiegel von diesen Elementen haben wir da sogar Marmorierungen. Wunderschön in den gleichen Blautönen. Das nimmt das wieder aussen vom Beschlägwerk da wieder auf. Was man auch schön sieht, ist in den oberen Stöcken, mit Ausnahme von der Schauseite, haben wir die ganzen Fassaden in Fachwerk gehalten hier.